Merci beaucoup, chère Dame, chers Messieurs, liebe Damen und Herren, geschätzte Vizepräsidentin des Nationalrates, liebe Kat, ich möchte drei Punkte ganz kurz erwähnen. Kat hat es bereits gesagt, ich habe das Privileg, seit 12 Jahren im Nationalrat zu sein, in der Gesundheitskommission, und habe mich sehr früh eigentlich per Zufall mit Kat getroffen. Seither sind viele interessante Stundensitzungen, Telefonate, Mailverkehr vergangen. Ein spannendes Projekt, und Kat hat ein großes Kompliment von uns allen verdient, weil sie die Tugenden Hartnäckigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit verkörpert. Und das Resultat können wir uns heute ansehen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Verdienst von Kat. Bravo! Ich glaube auch sagen zu dürfen, dass wir in den Diskussionen um den Assistenzdienst oder Assistenz generell über die Parteigrenzen hinaus mitgearbeitet haben. Ich habe selber einen hörbehinderten Onkel, der ist seit Jahren in einer Institution, und ich habe immer das Gefühl gehabt, es wäre auch möglich, intelligentere und innovativere Lösungen zu suchen, bin aber selber auf Granit gestoßen, und dank der Hilfe von Kat haben wir, ich glaube, einen Teil-Etappensieg erreicht. Es ist noch nicht wahrscheinlich das Maximale, was Sie wollen, aber es muss auch immer politisch machbar sein. Das ist der zweite Punkt. Aber wir sollten ja nicht nur wegen der eigenen Betroffenheit politisieren, sondern wir müssen die Gemeinschaft auch im Blickfeld haben. Und das ist der dritte Punkt. Und für das möchte ich Ihnen allen gratulieren. Sie sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Sie haben heute einen Feiertag mit großem Programm. Unser Feiertag, Toni Portoluzzi, Maya Graf vom Nationalrat, geht im Bundeshaus weiter um 15 Uhr mit der Diskussion um den Armeebericht. Also Sie haben wesentlich ein spannenderes Thema heute. Aber ich glaube, es braucht alles. Es braucht Sicherheit im Land, es braucht auch Sicherheit für Sie. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Ihnen viel Kraft und viel Erfolg wünschen und vor allem heute viel Spaß und einen dicken Kuss für dich. Ja.